Schnappt ihr dir? Guten Morgen, Mrs. Luciano. Sitzen Sie bequem? Sie wissen ganz genau, dass die Masche bei mir nicht zieht. Ich bin einfach unbestechlich. Dann erzählen Sie mal, was in dem Hotel vorgefallen ist. Nix? Umar ibn Said al-Kut, Abd Amal. Bote des Todes. Er ist wie ein Geist. 3 Jahre lang war er untergetaucht. Nicky, The Brick, Jones. Über 50 Frauen und Kinder sind ums Leben gekommen, als er in Kambodscha ein Dorf in die Luft gejagt hat. Danach haben sie ihm die Marines uninhaftiert entlassen. Markus Brandt oder Pater Kane. Wie immer er sich nennen möchte. Ein ehemaliger Klosterschüler, der seine sexuellen Triebe nicht unter Kontrolle hat. Und Tommy Masseya, ja. Im Grunde kein schlechter Kerl, wie Sie ja selber wissen. Wäre er nicht im dreckigsten Viertel der Stadt aufgewachsen, wäre vielleicht einer von uns geworden. Sie und die sind viel näher waren zusammen im Hotel. Und sie sind die Einzige, die nicht in leichten Wagen mitgefahren ist. Sollten die 12 Geschworenen nicht zufällig aus Palermo stammen, so schwöre ich beim Grab meiner Mutter, dass sie nie wieder die Sonne spüren werden. Weil sie nämlich in der dunkelsten und dreckigsten Zellen einsperren werden, die es in dieser verdammten Stadt gibt. Verweigern Sie immer noch Ihre Aussage? Mrs. Luciano. Tommy und ich, wir waren auf der Flucht. Mein Mann hatte seine Killer auf uns gehetzt. Auf einer Landstraße drängten sie uns ab, aber zum Glück schafften wir es noch bis ins Motel.
Komm. So schnell werden Sie uns hier nicht finden. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Raus hier! You can run, but you can't hide. Los, geh. Versteck dich. Alles fährt. Der darauf saß, dessen Name war Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Verschwinde! Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Gut. Dein Leib wird mir dienlich sein. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? In diesem Augenblick bin ich die Hand Gottes. Ego te absolvo.
Es wird gut. Und diese Geschichte soll ich Ihnen abkaufen? Was Sie denken, Lieutenant, ist mir ehrlich gesagt egal. Denn wie Sie bereits anmerkten, sind es die 12 Geschworenen, die entscheiden, wer schuldig ist und wer nicht. Und für die bin ich nur das kleine, unschuldige Mädchen. Dann sollte das kleine, unschuldige Mädchen wissen, dass ich dieses beschissene Motel auf den Kopf stellen werde. Und dort so lange nach Beweis suche, bis ich unter die Erde komme. Dann hoffe ich für Sie, dass bis dahin noch viel Zeit vergeht. Nicht, dass Ihnen noch etwas zustößt. Ego te absolvo. Was ist los? Ich hätte dir so gerne geholfen. Es wird alles gut. Thank you.